Flash hatte zwar den Hohen Rat gestürzt, aber die Gräueltaten, die er in Supermans Namen vollbrachte, verfolgten ihn noch immer. Sein Schamgefühl trieb ihn am Ende ins Exil. Es ist schwer zu sagen, ob er Wiedergutmachung betreiben wollte oder sich einfach nicht zurückhalten konnte. Jedenfalls setzte Flash seine Kräfte weiter für die Gerechtigkeit ein. Schon bald kursierten in Central City Gerüchte über einen geheimnisvollen roten Energiestrahl, der die Bösewichte der Stadt traf. Seinen wahren Namen kannten nicht viele, und so nannten sie den neuen Helden einfach Ghost.